Hallo und zurück zu einem neuen Video. So begrüße ich normalerweise meine Zuschauer, aber falls ihr mich nicht kennt, ich bin Ishtar Isik und ich bin gerade hier mit Volkswagen an der wunderschönen Amalfiküste und wir testen den Polo und den Up. Ishtar Isik, 22 Jahre jung, ein Star im Internet. Vor allem junge Menschen lieben sie. Beruf, YouTuberin. Sie hat Bundeskanzlerin Merkel interviewt. Ihr Kanal hat mehr als 1 Million Abonnenten. Ihre Videos erzielen riesige Reichweiten. Wenn während Testfahrt und Fotoshooting in Italien kurz Luft ist, nimmt sie das Smartphone und lässt ihre Fans im Internet teilhaben. Ich bin übrigens mit Volkswagen hier und wir filmen auch eine Kleinigkeit, aber dazu erzähle ich euch irgendwann noch mehr. Die Berlinerin gilt als Mega-Influencerin. Sogar Justin Bieber folgt ihr. Sie selbst geht locker mit dem Hype um. Es ist einfach eine Riesenehre für mich, weil das eine Sache ist, die ich mir nie hätte erträumen können. Ich meine, ich habe mit 15 einfach ein Video hochgeladen, ohne mir viel dabei zu denken. Und jetzt bin ich hier und arbeite mit Volkswagen zusammen. Also ich würde sagen, es ist schon ein ganz guter Sprung. Ein weiterer strahlender Stern am Himmel, Schauspielerin Emilia Schüle. Auch sie legt zwischen zwei Drehterminen einen kurzen Stopp an der berühmten Felsenstraße über dem Mittelmeer ein. Ebenfalls auf der Amalfitana unterwegs, Schauspieler Max von Thun. Trotz seiner knapp 2 Meter Körpergröße hat er mächtig Spaß im Polo und im Up. Auf den kurvenreichen 50 Kilometern übernimmt er jedenfalls gerne die Rolle des Chauffeurs für Ishtar Isik. Ich mag das. Es könnte auch enger sein noch. Das ist, also mit den Autos kommt man super um die Kurven hier und super durch den Verkehr. Also daran scheitert es nicht. Vor 2 Jahren hat Ishtar ihren Führerschein gemacht. In Italien ist sie nun erstmals als Testfahrerin im Einsatz. Auch durch Berlin wird sie demnächst in einem Volkswagen fahren. Und darüber wird sie dann sicher berichten. Auf ihre Art und Weise, auf ihrem YouTube-Kanal.